Wir Vielleicht war es machen einfaches Wetterleuchten oder so etwas. möglicherweise Nun wir nicht, machen dass wir jetzt was Wetterleuchten. Neues wie gesehen haben. Wetterleuchten. Um diese Zeit des Jahres, in diesem Teil des Landes, um diese Uhrzeit, Vor vollständig allem in auf das diesem Teil Horn des vor Landes. Pericum konzentriert. Ist es vorbei? Ja, so eine Art Wetterleuchten. Also, was weiß ich denn? Bin ich ja noch hier, nie hier gewesen, seit es so verseucht ist. Könnt jetzt Haben auch wohl nichts ab. mitbekommen, wie die Wache gewechselt wird. Und ja, so nach und nach haben sich jetzt auch das normale alltägliche Bordleben eingestellt. Also die meisten Männer werden irgendwie würfeln oder sich mit Karten dann beschäftigen, Brettspiele auspacken, rot und weiße Kamele natürlich, ganz beliebt, oder auch Garadan. Es wird geschnitzt und einige Instrumente, die dann hier auch, ja, wenn sie schon geschnitzt sind, dann versucht man sie natürlich noch so ein bisschen dann noch zu bedienen. Also dieses ganz normale Bordleben wird dann Einzug halten, aber das wird dann auch sehr schnell dann wieder, einfach aufgrund, weil es Nacht ist, wird sich das in Richtung unten verlagern, wo dann die ersten in die Hängematten fallen und nur noch eine Grundbesetzung in den Masten steht bzw. Ausguck hält. Und vielleicht sollten die ersten von euch sich auch langsam zur Ruhe begeben. In der Tat. Wir wollen schließlich, dass einige von uns die gesamte Fahrt. Dass immer jemand von uns die gesamte Fahrt über Wache ist. Also ihr beiden haltet die erste Wache. Ja, ich bleibe bei den Pferden. Vielleicht nur so ein Vorschlag. Wäre es nicht besser, wenn einer von den Magier, Jungs und Mädels immer wach ist? Nur falls irgend so ein Magier-Dings passiert. Eine Könnte hervorragende wahrscheinlich Idee. nicht schaden. Isaru? Ich kann gerne wach bleiben. Sehr schön. Dann werde ich mich vorerst zur Ruhe zurückziehen. Genau, Gut. weck mich dann. Werde ich machen. Dann mache ich die zweite Wache. Oh, so mache ich die letzte Wache mit Abel mir, das wird lustig. Obwohl, das ist in 8 Stunden, da sind wir eh wieder wach. Egal. Ich würde mich mal in Richtung Unterdeck begeben und was auch immer wir an Kabine gekriegt haben, aufsuchen. Suchen wir irgendeinen Ort, an dem ich mich in Ruhe geißeln kann. Kabine habt ihr wie gesagt nicht. Es ist halt ein großer Laderaum, Mannschaftsraum mit der Ziege über dir, unter dir. Du musst deinen Bären da so ein bisschen weghalten. Weißt du ja, dass die Ziege eigentlich Fleisch ist dann für morgen, für den Drachen oder die Drachen. Die braucht ihr also noch und so. Kannst du ihn dann nach oben auf deine Hängematte drauflegen, dann und an deine Brust betten? Dann kannst du noch das Knallen der Peitsche von Jalan hören und die blutigen Striemen, das Tropfen von Blut, was dich dann selig einschlafen lässt. Oh, schön. Ah, mein Hast Mann ja hat noch auch einfach gewonnen. so einen kleinen Steifen in der Hose, wenn du dann Jalan zuhörst. Ja, der peitscht sich nicht hart genug. Gut, wer steht gerade oben? Ich. Jaras und Isarun. Die Seefahrt sei sicherer geworden, ei, du Landratte, du. Die Seefahrt war schon immer ein Tanz mit dem Tod, egal auf welchen der 12 Meere, ei. Und nur weil du das Grauen nicht siehst, heißt es nicht, dass es nicht da wäre, ei. Wir brauchen bitte einen Zufalls-W20 auf der Tabelle des Todes, die See. Also, wenn wir Glück haben, kriegen wir einen Piratenschiff, dann haben wir ein zweites Schiff. Du würfelst nicht, Garenor. Du würfelst heute so scheiße. Lass das Na wiederum machen. gut. Ja, die Wenn ich Würfel sind würfel. tatsächlich gerade ziemlich schlecht. 14. Dann haben wir den bedeckten Himmel. Das ist sowieso sehr bewölkt, aber das könnt ihr in der Nacht nicht sehen. Und ein starker Niederschlag. Die Temperaturen sind also angepasst niedrig. Dann einen weiteren W20, bitte. Vier, das sieht gut aus. Und dann überlege ich gerade mal einen W6, bitte. Gut, dann dürft ihr mir beide eine Sinnenschärfeprobe würfeln. Hoch, viele Punkte übrig behalten ist gut. Und wenn ihr irgendwelche Hilfsmittel habt, ist das ebenso besser, weil das Erleichterung auf die Probe gibt. Zählt ein Fernrohr? Hast du das mit? Ich habe immer einen Fernrohr im Gürtel. Das ist schon kleines. Ich hab auch immer einen Rohr für Kiaras dabei. Ja, hängt nur leider nicht oft genug am Gürtel. Ja, nee, das auf alle Fälle, das hilft. Ich weiß nicht, ist das von herausragender Qualität? Ist das ein Das ist Minus minus 3. -3? Gut. Gar nicht so gut, die Probe. So gut.
Ja, dann könnt ihr die nächsten 1-2 Stunden verbringen. Wie gesagt, Wachwechsel waren alle 4 Stunden angesetzt. Und dann könnt ihr es aus den Massen rumurren hören und es kommt Bewegung in das Schiff. Ihr wisst nicht genau warum, habt da kein Auge für, guckt nach links, guckt nach rechts. Sie sagen wohl irgendwie was von Steuerbord, Backbord, Bug, Heck. Dieser Rund ist immer noch ganz verwirrt von den Begriffen und weiß gar nicht, wo sie hingucken soll. Kiaras ist gerade so ein bisschen eingeschlafen, eingenickt und hat noch so ein bisschen Schlaf in den Augen, kann also auch nicht viel, wirklich viel erkennen. Und dann könnt ihr sehen, dass auch der Magier, dann könnt ihr auch sehen, dass der Kapitän von drin nach draußen kommt, ans Steuer herantritt und dann leise seine Mannschaft ranrufen lässt. Er wird keine Glocke schlagen und dann könnt ihr sehen, wie sie jetzt die Taue kappen und dann nach und nach die Segel runterrutschen. Ich gehe auch zu ihm, um mitzuhören, was Sache ist. Seht ihr das Leuchten da vorne? Dort draußen, unter dem Wasser, unter der Wasseroberfläche. Mhm. Das rote Leuchten, das ist eine Spinne. Ein Ifritim. Magistra Saidi, ihr solltet eventuell sowas wie Schutzkreise oder sowas ziehen. Und wenn ihr das könnt, dann auch. Müssen so leise sein wie möglich, denn unter der Oberfläche sitzt ein Vatachior. Schutzkreis nützt uns nicht viel, das kann ich nicht. Psst. So laut. Ja, ihr könnt auch sehen, wie jetzt nach und nach die Segel dann wirklich nach unten gelassen werden und man da dann auch sowas wie Kissen oder so hingelegt hat, damit das nicht ganz so laut knallt. Das ist also sehr, sehr leise passiert. Immer noch regnet es, also die Geräusche werden da sehr gedämpft. Ja, ansonsten die anderen unten schlafen immer noch, sind dann auch durch die sehr ruhigen Befehle, die jetzt hier nicht gebrüllt, sondern gesprochen werden, nicht aufgewacht. Wie spät ist das jetzt ungefähr? Also wie weit in unsere Wache hinein? Mitten in der Nacht. Ihr seid sicherlich schon 2 oder 3 Stunden wach. Also deine Sternkunde hilft dir gerade nicht so viel, weil du durch den Regen über dir ist alles dunkel. Warte mal, das Rot leuchtet, kannst du zwar noch sehen, aber da bräuchte man Zeitgefühl für. Ja, das wäre schon praktisch. Ihr dürft mal gerne... Ich beobachte die weiter eine Weile und gucke, ob das Leuchten sich irgendwie bewegt. Ja, unter der Wasseroberfläche und es kommt auf euch zu, getappert, wie eine Spinne. Ihr dürft mal gerne eine Magiekundeprobe würfeln. Ihr dürft natürlich auch sonst eure Kameraden weg. Ansonsten werden die nicht von alleine wach. Denn Gefahreninstinkt haben die auch nicht. Nehmen mal an, dass ein Dämon ist, zählt Dämonologie? Ja. Sind Sternchen. Was weißt du über den Vatachior? Tatsächlich nichts. Tatsächlich nichts. Ein Dämon aus den Höllen von Charybdoroth entstiegen. Eine schwarz-rote Spinne, die mit der Berührung eines einzelnen Beines ein jähes Schiff aus Holz anzündet. Sie läuft unter der Wasseroberfläche, kann aber auch darauf laufen, also wie ein Wasserläufer. Mit vielen Hörnern. Eine gar mächtige Kreatur. Hat auch schon in den Borbradianischen Kriegen für viel Tod und Vernichtung, vor allem in den Reihen der Schwarzmagier, gesorgt. War damals eine Seeschlacht, ein Blutvergießen, was viele in den Tod gestürzt hat. Und diejenigen, die versuchen zu fliehen über die Limbus-Portale, wurden dann von Dämonen, die im Limbus gelauert haben, wurden die zerrissen. Also es war ein unglaubliches Schlachtfeld. Alles klar, wie groß ist denn eigentlich das Schiff? Das Schiff ist eine zweimastige Talucke, also mehr als 20 Meter, vielleicht 25. Du hast nicht nachgemessen, du hast keine Ahnung. Ja, ich lehne mich zu dieser Runde und flüstere jetzt auch Einschätzung. Mit meinem Guardianum, selbst wenn ich den zweimal erweitere, wird es das ganze Schiff immer noch nicht komplett umfassen. Ich werde es allerdings... Naja, ich werde es probieren. 8 Hörner. Okay,
Ich würde dann... Wo ist mein lustiger Guardianum? Da. Würde dann ein Guardianum gegen Dämonen wirken. Ich würde dann... Ach, das ist voll blöd. Ich ja, die Reich... dazu nach Lichtzaubern bereithalten. Ja, genau. Kann ich ja machen, also. Dass ich mich schon mal auf den Zauber konzentriere, aber wenn der Dämon dann halt zu nahe kommt, würde ich dann eben den Guardianum gegen Dämonen wirken mit zweimal Vergrößerung der Reichweite um eine Kategorie. Ja, ich schleich mich runter, um den Rest zu wecken. Gute Idee. Ich ziehe die Schuhe aus, dann mache ich keine Geräusche. Ja, also Isoro, du kannst auch tatsächlich erkennen, das Ding kommt auf euch zu, direkt. Das Schiff ist mittlerweile auch bewegungslos, nur noch der prasselnde Regen, der über euch auf das Deck jetzt plitschert und deine Robe nass macht. Du kannst das leise Wiehern der Pferde noch darunter hören. Und die Ziege hörst du aktuell nicht. Von welcher Seite kommt der Dämon? Direkt vor euch. Alles klar, dann müsste ich... Dann müsste ich an den Bug gehen. Ja, dann gehe ich an den Bug und bereite mich vor, dort den Zauber dann zu sprechen. So, dass ich ihn dann hochziehe, bevor er uns erreicht. Sag's mir einfach, wie sich das zeitmäßig mit dem Wecken der anderen verhält. Ja, kann Kiaras auf alle Fälle erstmal nach unten treten. Ja, ich trete nach unten und möchte dann jeden Einzelnen so leise wie möglich wecken, halt ein wenig an der Schulter schütteln und sobald sie sich recken, Hand über den Mund und mich so nah an sie mal ranbewegen und dann mit der anderen Hand Finger vor die Lippen, dass sie sofort sehen, dass sie ruhig sein müssen. Das ist eine gute Möglichkeit, abgestochen zu werden, aber zum Glück erkenne ich ihn ja hoffentlich, wenn ich ihn will. Ja, wenn du Raphim so wächst, kriegst du erstmal einen Ellenbogen ins Gesicht. Ja, 1W6 plus TPKK. Ja, vollkommen verdient. Ich frag dann erstmal auf Attack, was liegt da an? 8 TP ins Gesicht, ja, es sind 4 SP. Nehm ich. Ich beiß die Zähne zusammen, halt kurz die Augen zu, schau ihn wieder an, gib ihm mal so einen bösen Blick. Aber deutet ihn wieder an, dass er gefälligst die Klappe halten soll. Du merkst auch, er spricht dich auf Attack an. Was willst du mitten in der Nacht? Bist du bescheuert? Bescheuert? Ich lehne mich vor und flüstere mir so: Dämon. Schlecht. Groß? Ja, ich nicke einfach nur und schleich zum nächsten. Ich stehe auf. Ja, wenn ich geweckt werde, bin ich erst noch vollkommen verwirrt. Was? Ja, auch da lehne ich mich wieder vor, flüstere dir ins Ohr, Dämon. Ich mache meinen Mund kurz auf, als würde ich was sagen wollen, klappen dann wieder zu. Mexrafim steht dahinter und erklärt auf Attack: Großer Dämon, mitkommen. Ich möchte mir so leise wie es geht mein Kettenhemd aufziehen. Ich halte ihn sofort auf, sobald er auch nur in die Nähe des Catnaps gehen will. Wir haben aber klar auf Attack wieder gefragt, was? Dämon, groß. Ich weiß. Deshalb ja, weil nicht aufs Kettenwort für Kettenhemd gibt, vermutlich nur Hemd oder Rüstung. Aber wird's ein Wort geben. Ich flüstere dir dann auch ins Ohr. Und das Vieh kann uns hören, wir müssen leise sein. Ich kann den Silenzium. Ich gucke ihn nur an. Was ist das? Tauber, der alle Geräusche in einem Umkreis nimmt. Diese Runde kannst du mittlerweile erkennen, dass dieses Ding eine gigantische Vogelspinne ist, mit einem menschlichen, bizarren Kopf, ein anmaßendes Maul. Und du kannst auch erkennen, wie der Kapitän jetzt tatsächlich mit Angst und Furcht an seinem Blick nicht herangetreten ist und auch auf jetzt das Wasser deutet. Könnt ihr die Spuren von Salz dort sehen? Irgendwo das hier ist eine riesige Spinne, aber ich weiß nicht, ob er Magie spüren kann. Nein, nicht zaubern. Nehmt eure Waffen und vorwärts. Haltet Schutzwaffe bereit. Ich
wenn ich an Deck gekommen bin, gucken wir auch mal diesen Dämon an, guck, ob ich ihn kenne. Nee, Mann, wir sammeln uns dann alle bei dieser Runde. Ja, wie gesagt, ich bin so im vorderen Drittel des Schiffs, dass ich über die Reling schauen kann. Weiß ich um die speziellen Angriffsmöglichkeiten dieses Dämons? Mit 11 Punkten, du wirst, ich muss gerade mal schauen, die Beschwörung ist 17 und die Beherrschung ist 9, der Mittelwert 13, danke. Also damit weißt du es nicht. Du weißt nichts über den Vatachior, aber Iseron hatte 14 Sternchen über, also die wird dann wissen, dass das der Meister des brennenden Wassers ist und 8 Hörner auf dem Kopf hat. Magistra, was tun wir? Was ist das? Naja, ein Guardianer wird uns schützen. Sind wir noch schneller als das Vieh? Ohne Segel mit Sicherheit nicht. Mit? Ohne Segel mit Sicherheit nicht. Und warum mit? Weiß ich, wie schnell so ein Schiff feiert. Warum hat der Kapitän die Segel gegriffen? Wegen der Geräusche. Es gibt zwar keine Überlebenden, die davon berichten, aber es heißt, der Griff, man würde gleichzeitig verbrennen und ersäuft werden. Habe ich schon mal gehört. Bezaubernd. Wenn hier etwas Feuer fängt, dann muss ich das Feuer bannen. Macht eure Männer bereit, dass, wenn das Vieh uns gesehen hat, wir sofort abhauen können. Könnt ihr ihn entschwören, Isarun? Ohne Vorbereitung. Eine 8 gehörnten kaum. Ja. Die Vogelspinne, ihr könnt sie mittlerweile alle erkennen, ist jetzt 10 Meter unter euch, beziehungsweise vor euch auf der Wasserunterfläche, so als ob sie auf der Oberfläche läuft, nur eben umgekehrt. Und ihr seht, wie sich von den Beinen, dort wo sie dann in eure Richtung tappert, sich Öl wie Blitze ausbreitet. Das Öl fängt dann auch schlierig an zu brennen, auf der Oberseite. Boltax. Ja. Beherrscht ihr die Zauberformel des Reversales? Nein. Nein, das Nein. ist schlecht. Schade. Kann das dieser Feuer aber den Guardian zaubern will dann jetzt. Ja, Isarun guckt sich nochmal um und wackelt mit den Fingern, um zu bedeuten, dass sie jetzt loslegen möchte. Was wenn ihr jetzt vor? Niemand... Guardianum. Das Vieh auf jeden Fall auf uns aufmerksam machen. Ist das Vieh ist schon auf uns aufmerksam. Wäre es auf uns aufmerksam, hätte es uns schon längst angesprochen, denkt ihr nicht? Es brennt. Ich kenne die Viecher nicht. Ich weiß nicht, wie es reagiert. Wenn ihr es kennt, sagt es. Silenzium. Ja. Kenne Dämonen. Und ich wirke den Silenzium. Ja, du musst dafür nicht sprechen, oder? Nein. Was ist deine Zaubergeste? Meine Zaubergeste ist es, also das Legen des Fingers an den Mund. Ja, du hast einen Dolch griffbereit. Was brauchst du noch? Ansonsten nix. Dann würfel ein Silenzio. Ja, da von meinen Kameraden nichts Nützliches kam, würde ich dann auch mein Guardianum hinterher schmeißen. Völliger Stille. Ich würde gerade sagen, das ist dann schwerer. Du öffnest den Mund und bist verwirrt. Du kennst den Silenzium-Zauber natürlich, aber bist erstmal verwirrt, dass nichts aus deinem Mund herauskommt, obwohl weder Abel mir noch Boltax gezaubert haben. Von ihm gab es nur ein Psst. Dann kann dieser Runde. Sorry. Ja? Was? Kann dieser Runde Attack? Nein. Ja, dann fuchtel ja dann auf Ode jetzt gerade mit den Fingern rum, wenn's still wird. Ich da und schubs ihn mal mit dem Ellbogen weg. Was macht Isarun da, Yalan? So, ich mache jetzt meinen Zauber. Wegen veränderter Technik haben wir hier 7 ZFP weniger. Dreimal Reichweite erhöhen sind insgesamt 15. Das Ganze durch 2 macht dann 11. Und da ich schön vorbereitet habe, konnte ich das schön vorbereiten? Plus die Dämonen, die oder? Ist doch gegen Dämonen so ein Zuschlag. Stimmt. Gut, dass du mitgedacht hast. Das sind 3. Zeit für den Unitatio. Nein, alles ist gut. Wir sind bei 11. 14 minus 4 sind plus 10. Ist auch locker. Locker. Mit der plus 7 kommt die Doppel-19.
Genau, Doppel 19, die kennen wir ja. Ja. Die 20 liegt zumindest. Zwei Punkte übrig, aber du hast die 10 hineingetragen. Ja, dann kannst du sehen, wie das Wasser auf der Unterseite weggedrückt wird und diese weiße Schliere in deiner Halbkugel nach unten gedrückt wird und da ganz normales Wasser zu erkennen ist. Und du siehst, wie der Dämon unter das Schiff krabbelt. Wie groß ist die Kugel? So, ich hatte dreimal die Reichweite erhöht. Das müssten dann 49 Schritt sein. In der Tat. Dann spürst du, wie du gerade auf dem... du stehst auf dem Deck und du spürst, als ob sie auf deiner Haut herumkribbelt, wie jetzt ein riesiges Wesen auf der Unterseite deines Schildes entlang streift. Klackert. Klick, 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 klick. Ja, ich konzentriere mich stark auf meinen Zauber, suche aber Augenkontakt zum Kapitän, so von wegen so, jetzt mach aber mal. Ja, ich habe mich auch schon umgedreht und mache irgendwelche Handbewegungen von wegen, mach Daddy. Ich versuche dem Kapitän auf Zeichensprache das zu vermitteln, in der Hoffnung, dass er es kann. Also im Sinne von Segel setzen, jetzt bitte. Zügig, Segel setzen. Zügig. Er brüllt, ihr könnt sehen, wie er versucht zu brüllen. Angst erfüllt ihn, er greift sich an den Mund, als ob er ersticken würde. Er merkt, dass er selber nicht sprechen kann. Er fängt dann auch selber nach einer kurzen... Würfel mal Heilkunde Seele. Hab ich nicht. Darf ich überzeugen, ableiten? Nee, Kiaras Heilkunde Seele. Ja, es erschwert um 11 Punkte durch den Silenzium, aber mit deiner Zeichensprache kannst du ihm versuchen zu beruhigen. Du läufst schnell zu ihm heran und nimmst ihn in den Arm. Der Kapitän selber wird dann auch mit Zeichensprache und Attack beginnen und wird dann seinen Männern die Furcht mit Angst in den Augen dann auf dieses Zauberschild von Iseron blicken, was dann durch den Himmel hindurch schneidet und dann das ganze Schiff einhält. Ihr könnt sehen, wie das Wasser komplett weggedrückt ist und auf der Unterseite seht ihr jetzt, sind das kleine Blitze? Ihr seht, wie das Schild von unten anfängt zu brennen, wie sich wie Äste, wie feine Äste sich irgendwie Feuer nach oben windet. Und dann seht ihr, wie weitere kleine rote, sind das Würmer? Es sind Spinnen. Myriaden von Spinnen werden hier gerade entlassen und krabbeln auf dem Zauberschild, prickelnd und blitzend und mit ihrem Klick, 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 Klick auf dem Schild nach oben. Der Kapitän lässt Segel setzen. Taue werden verzurrt. Ich möchte nützlich machen, wenn das geht. Ja, entweder Seefahrt oder Fesseln und Fesseln proben. Ja, sicher doch. Das sieht gut aus. Was mit den anderen? Wollt ihr auch helfen? Ich setze mich ja in die Mitte dieses Schiffes. Wie ist denn die Windgeschwindigkeit? Wind ist es nicht viel Wind da. Das leicht, ist, leichte Brise. Leichte Brise, es regnet sehr, aber sehr stark. Also das kannst du auch mitbekommen, ja. Dann würde ich mich einen Zauber mal widmen, den ich noch nie ausprobiert habe, aber jetzt ist dafür Zeit. Die Wettermeisterschaft. Oh yeah. Oh. Jetzt packen wir die ganz harten Dinger aus. Acht Hörner. Wettermeisterschaft. Beutax, kannst du da helfen? Nee, ne? Nee, tatsächlich nicht. Wettermeisterschaft habe ich nicht gewählt. Ich will eigentlich bloß die Windgeschwindigkeit ändern, von leichte Brise vermutlich, oder frische Brise, keine Ahnung. Leichte Brise. Zu steife Brise, also gut Fahrt machen. Das sind zwei Stufen oder eine Stufe? Zwei Stufen, von zwei frische Stufen. Plus steife Brise. Kostet mich 5 ASP plus 2 Punkte pro, 3 Punkte pro Veränderung, also 6 Punkte. Mhm. Das sind ab 11, ich lasse mir dabei Zeit und sonst gibt es keine weiteren Zuschläge. Ihr habt doch auch jetzt, wo es drauf ankommt, habt ihr gut gewürfelt. Das ist unser Stil. Ich probier's. Ja, dann Kiaras bei der Seefahrt, Boltax zuppelt irgendwelche Knoten rein, Rafim ebenso. Kann er relativ behende dann gute Knoten reindrehen, die dann auch seemännisch Sinn sind und kann man dann eben auch mit dem Ruck an der richtigen Stelle die ganzen wieder lösen, sodass ihr dann gemeinsam mit der Mannschaft in unglaublicher Stille, die euch Angst macht, Angst, die sich in eure Herzen frisst, und ihr seht, wie dieser Zauberschild von Iseron mit Myriaden von Spinnen bewachsen und bewuchert wird, die jetzt auf der Oberseite nach oben klettern und von unten sich nach oben kämpfen. Sodass der Schild selber jetzt zwar nicht zu sehen ist, aber diese ganzen vielen Spinnen, die rot leuchten und das ganze Pritzeln und Prickeln. Denn diese Beine fangen auch so ein bisschen Feuer.
Ich würde weitergehen, ich würde da auf Strom stellen und richtig Geschwindigkeit machen, hoffentlich. Okay. Steife Brise. Also es wären drei Stufen, Entschuldigung. Mhm. Ich lasse mir Zeit, das dauert 5 Minuten, wie gesagt, in Spielrunde. Ja. Dieser Runde hatte ja noch eine weitere Information bekommen, die ihr der Kapitän gesagt hatte, bevor die anderen nach oben kamen. Oh ja, und jetzt kann ich nicht sprechen, na toll. Hättest du mal Attack gelernt. Hättest du mir das mal beigebracht, Junge. Du hast nicht gefragt. Der steht bei mir noch in der Nähe. Alltags, glaube ich, oder? Wie du willst, ja. Du kannst dich ja quasi frei bewegen. Mit bleischweren Füßen kämpfst du dich dann in die Richtung zu den anderen. Normalerweise kannst du dich normal bewegen, aber dadurch, dass du das Wasser mit deinem Schild verdrängen musst und du den Dämon auf deiner Oberfläche spürst, wie er schwer auf dir lastet. Boah, ja, wie mache ich denn das jetzt per Zeichensprache? Ich schnapp mir mal den Boltax und tipp den mal an die Schulter an. Ja, ich würde hochgucken. Isarun hält sich eine Hand mit ausgestrecktem Zeiger und kleinem Finger so hinter den Kopf, dass das wie Hörner aussieht. Ich nicke. Und zeigt dann auf das Wasser und macht so eine Art Wellenbewegung. Und dann macht sie mit ihren Fingern so eine Art Trippelbewegung über die Wellen. Ich nicke wieder, nachdem ich etwas überlegt habe. Würfel mal eine Magiekunde. Ja. Natürlich nicht ganz einfach, wenn ihr gerade eine Vatareor unter euch habt. Ja, Magiekunde. Ah, ich dachte eben, das wäre die Doppel-1, aber ich zieh nicht. Leider nicht. Was glaubst du denn, wollte sie dir jetzt sagen? Ich glaube, das Ding kann unter Wasser und über Wasser. Also das kann auf Wasser laufen. Das. Boltax wird wohl nicken, aber er ist sehr unsicher. Jalan, du kannst erkennen, wie sie gerade Zeichensprache an Boltax gibt und... Jalan, Magiekundeprobe. Erleichtert durch Erfahrung? Erleichtert durch Erfahrung. Lass mich nur gucken, das ist ein Business-Talent. Vermutlich werde ich hier trotzdem versacken. Haben wir unseren Chip schon wieder? Nee, der kommt erst nächstes Mal wieder. Dann. An was glaubst du denn? Glaube an. Ja, ich meine, Tippeln ist. Er ist eigentlich eine Dämonenarche. Mit Furcht blickst du auf das Wasser, die Schlieren. Du siehst tatsächlich auf der Oberfläche salzige Spuren. Trotz der Zeichen. Ich packe Jaras in der Schulter und reiße ihn sehr unsanft herum. Dann gebe ihm auf Attack Dämon und Schiff. Ich kann keinen Attack. Oh fucking hell. Du merkst auf einmal, wie Raphim mit dir rumwuchtet, wie Schiff. Dämon und dann direkt Schiff hinterher, also so schnell hintereinander, so als Verbundwort. Ein Wort Dämon für Dämonenarche wird's auf Attack wohl nicht geben. Du merkst, wie Raphim dir zeigt, bist du zu dumm zum Attack sprechen? Was ist das? Abel, ich brauche von dir noch deine Wettermeisterschaft. Es dauert Zeitlassen dauert 10 Minuten, also 2 Spielrunden. Gib sie mir trotzdem. Okay. Jalans Augen füllen sich gerade mit Tränen. Ich habe in der Veränderung, also das Lente wirkte noch, dadurch habe ich eine veränderliche Technik. Minus 4 plus 7 gibt eine plus 3, wenn ich richtig recht habe. Und die halbiert ist plus 2. Erschwert sozusagen. Mhm. Ich versuche, Jalan dazu zu bringen, dass er es mir vorspricht, und dann mache ich so deutlich wie möglich, damit er sehen kann, dass ich will, dass er echt Lippen lesen will. Richtig, ich versuche seinen Lippen abzulesen, aber ich sage ein Wort, das er kennt. Palligan. Das wird ihm hoffentlich der Hinweis schon geben. Das wird jetzt niemand hören, aber ich knurre. Kannst du den Zauber nachträglich erzwingen? Erzwingen ist meines Wissens nicht drin. Nein, ist nicht drin. Bei Modifikationen. Bist du sicher, dass wir den Chippy noch nicht haben? Ich bin mir ganz sicher, ihr habt ihn ausgegeben. Ihr wolltet euren Streitwagen haben. Hallo, ich wollte die Pferde, den Scheiß Streit fallen kann, dass ich hier schenken.